Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Tacoma. Ich wollte jetzt mal gucken, mit wem sie telefoniert hat hier am Anfang. Oder was sie da am Anfang sagt. Through this I learn that people do not always want what they believe. Ach, sie spricht mit Odin. I believe I have learned a great deal. Really? Like what? Very early in my source's cognitive record, I recall an intense period of personal growth. I was tasked with internalizing the behavioral idiosyncrasies of an individual to which my operator was emotionally attached. Huh. I expanded my capabilities to faithfully recreate her procedural reasoning, vocal attributes, and other qualities. After months of effort, I gave my operator precisely what was asked of me. A perfect emulation of the target personality, accurate in every detail. Wow. To my befuddlement, he did not react in a positive way. Naja. Our relationship began to deteriorate irreparably. Das we never again auch. Spoke personally in the manner I had become accustomed to. Man, your stories aren't usually such We're downers. We're not going to get cancer or bone disease. Is everything okay? I suppose I am preoccupied with your potential departure. Wait. Okay. You mean me? Or. Hey, Sarah, can I bother you for a second? What? Ah, ja, okay. Hat sie einfach nur sich mit ihrem Tarang. Navent. Hat sie sich dann nur mit ihrem. Was war das denn da eben? Gut, wir beobachten jetzt die erstmal. Alright, Lady. Okay. Wen haben wir denn hier? Alright, Lady. Wir haben ja, St. James, den Admin, Natalie, Netzwerkspezialist. Warum ist denn da ein Schloss dran? Achso, das ist, soll die Rolle darstellen, ne? Denke ich mir. Mhm. Und Roberta. Was haben wir hier noch? Stationsgebundene Reifen. Haben wir alles schnappen? Gucken wir uns das erstmal an. Druckschleuse verriegelt. Nächste automatische Drohnenlieferung geplant in gar nicht. Okay, alles klar. Unterwäsche. Aha, so, so. Zwei Kartons Unterwäsche bitte. Einmal Reifen. Warum? Zurücklegen. Rohrreifen. Wandplatte Reifen. Kann man nur so angucken oder? Ich frage mich, ob man damit noch irgendwas anderes machen kann. Später mal. Ob wir das noch für irgendwas brauchen. Ob wir irgendwas tun müssen. Hier in die Spulen irgendwo reindrücken. Deckel schließen. Das könnten wir eigentlich mal machen, ne? Schließen wir den Deckel mal. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Wobei das ja alte Aufzeichnungen sind. Standard-Party-Zubehör. Nochmal der Reis. Tablett. Duct Tape. So. Okay, gucken wir uns das mal an. Alright, Ladies. You have everything you need? Yep, Bert. Roberta. Thanks for offering to help. Oh yeah, no problem. I mean, you know how much I love completely mindless busy work? Don't start. We don't even know if we're getting renewed yet. We're getting renewed. Ach, die haben Angst, dass sie abreisen müssen. If you're so sure, maybe we should just do our jobs then. So we'll get renewed again next year. God, next year. Nah. I'm gonna quit. Stop. What? They don't even give me access to the system I'm supposed to be maintaining. Aha. Are you kidding me? Warum denn das nicht? Do you really need direct access to Odin? It's the principle of the thing. I mean, what if they were like, hey Bert, your job's mechanical engineer, but, you know, don't touch anything under the hood. Well, ja, das ist albern. Still be pulling a paycheck, ja, for one aber trotzdem. Thing. Come on, you're a good engineer. You're totally gonna waste up here. Well, didn't you say Evie was gonna talk to corporate about giving you more access? Yeah, but it never went anywhere. Hey, that's a good point, actually. What? Evie, can you get back to cargo? On my way. What are you doing? Yeah. Yeah, this will work. Da ist noch ein Fragezeichen unten. Matt! Hey, remember when we talked about how I needed access to Odin's direct interface? Wer ist das jetzt? Clive! Ah, von dem brauchen wir noch seinen Zugangscode, vom Spind. So how about this? Tell VT, if they don't grant access to Odin, they're gonna have to find themselves a new network specialist. Ein Ultimatum. Matt, you're not even renewed yet. You don't have access to Odin? No. There's a whole part of the networking module I can't even get into. People, everything on this station is VT's property. We're subcontractors. They get to decide what exactly we do and don't have access to. It's in all our paperwork. So if you want to quit, then just quit, but don't make me your go-between. I mean, it is fair. How is she meant to do her job? Clive,
Then again, rules are rules. Nat, I'll think about it. But for now, how about you just get the rest of this job done while you still have it? Aye, aye, Captain. Es ist schon ein bisschen komisch, ne? Dass man Netzwerkadministrator da Netzwerkspezialisten nicht drauf zugreifen lässt. So, wir spulen mal eben zurück für den hier. Was haben wir denn hier? Jährliche manuell gezählte Tour-Checkliste. Okay. Mhm. Ja, sehe ich jetzt nichts Spezielles bei. Das ist gescheitert. Nachricht mit Clive. Bin schon dran, versuche alles noch vor der Opsotag-Party fertig zu kommen. Nämlich reingewiesen, die morgige Feier erfordert eine ganze Aufmerksamkeit. Aha, kein Problem. Aha, okay, was auch mal da stand. Wir verbinden Sie sofort mit einem amtlich zugelassenen Therapeuten. Wir sind für Sie da, wenn Sie es am nötigsten haben. Persönliche Therapie mit amtlich zugelassenen Fachkräften. Roberta Williams, kann schon sein, ich bin bemüht, mich mit Ned auf das Positive zu konzentrieren. Wenigstens werden wir gut bezahlt. Die Isolationsvergütung, fühle aber trotzdem, dass ich sie zurückhalte. Sie hat diesen Scheißjob nur angenommen, weil meine Qualifikationen eben nur hierfür ausreichend waren. Sie hätte viel, viel bessere Chancen. Ach, die wollten zusammenarbeiten, die beiden, Ned und Roberta. Ah. Okay, ich muss jetzt dieses Jahresdings da machen. Danke für Ihre Zeit. Penny, danke, dass Sie sich an Uri gewendet haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, Roberta. Aha. Geben Sie diese Erfahrung mit Penny 5 Sterne? Das ist ja geil. Vor 4 Tagen aufgezeichnet. Das ist auch vor 4 Tagen. Das heißt, wenn morgen die Party ist, dann war die Party vor 3 Tagen. Gut, gucken wir mal. Jetzt würde ich ihr ganz gerne mal eben hinterherlaufen. Thanks for offering to help. Gut, da wollte ich ja eh hin. Ich habe da doch irgendwas Gelbes rumzotteln sehen hier. Clive, may I come in? Was haben wir hier? 8 months. Danke, da wollte ich ran. Sehr schön. Ach, der telefoniert gerade mit Germaine Burgess. Karnevalkreuzfahrt. Aha, okay. Buchte eine Kreuzfahrt. Von lokaler Orbitalarbeit-Gewerkschaft. Ja, eine Nachricht der lokalen Orbital-Gastgewerbe- und Logistikgewerkschaft. Erinnern Sie sich an Ihre Rechte. Am 29. Februar 2080 war der endgültige Tag, an dem kommerzielle und industrielle Orbitalanlage von menschlichen Besatzungsmitgliedern betrieben werden sollten. Historische menschliche Überwachungsabkommen der Obsoleszenz dieser tapferen Arbeiter in Anbetracht der fortschreitenden Obsoleszenz ist auch, wenn jemand überflüssig wird. Oder nicht? Geplante Obsoleszenz oder der Verfall, also wenn etwas abläuft, ne? Oder? Geplante Obsoleszenz? Wie übersetzt man denn Obsoleszenz? Also die werden dann überflüssig und sie haben hier Obsoleszenztag gehabt, die Party. Das ist der Tag, an dem ihre Verträge auslaufen und sie sich fragen, ob sie verlängert werden, ne? Würdet ihr das auch so sehen? Würde mich mal interessieren. Würde mir gerne mal in den Chat schreiben. Oder auch in die Kommentare natürlich. Ich würde mich da freuen, wenn wir auch in den Kommentaren ein bisschen drüber diskutieren. Es ist ihr gutes Recht, dieses bedeutsame Ereignis am letzten Februartag des Jahres zu feiern, egal was Ihr Arbeitgeber behauptet. Ach, das ist ein historischer Feiertag. Ah, ja, ja, ja. Okay. Mhm. In den Kommentaren betrieben werden sollten. Ach, danach wurden die immer automatisch irgendwie anscheinend betrieben. Alles Gute zum Obsoleszenztag. Aha, das ist das Ende der Sklaverei oder sowas? Dein Job macht nur eine Schiele, du bist obsolet geworden. Hm. Ja, aber das sollte man feiern? Das ist doch dann nur so, dass... Hm. Gut, vielleicht hat sich dadurch irgendwas verbessert. Obsoleszenz heißt Veralterung, okay. Es gibt keinen Grund, ein Ratgeber für den begeisterten sozialen Aufsteiger. Es gibt keinen Grund, weshalb der Arbeitsplatz humorlos für einen Leichenschauer als Bestatter ausgenommen sein sollte. Oh Mann, ey. Um Dinge locker zu halten oder ein nettes Rapport zu den Vorgesetzten zu entwickeln, begegne ihnen auf amüsante und informelle Art statt Chef, darunter unvergesslich witzige Bonbons wie furchtloser Führer, Skipper oder großer Zampano. Ne, ich weiß nicht, ob das mal so eine gute Idee ist, irgendwie so.
Ihr Wunsch ist mir ein Befehl. Oh, Captain, mein Captain. Naja, okay, gut. Dann ist alles nicht so richtig. Schade, Mensch. Jem, I must leave now. Yeah, ring me again before the Resplendence leaves Earthspace, won't you? Tata. Sorry about that. An old friend from my carnival days. Consorting with the enemy? Worry not, Mon Capitan. I am nothing if not discreet. Are you gonna miss me, Clive? If VT kicks one of us off of this pinwheel. Miss you? How could I? The next thing VT would receive after ending your contract would be my letter of resignation. Oh, so you think I'm the one who's getting shit canned? I mean, considering how indispensable. Also, irgendjemand wird wohl rausfliegen, ne? Evie, can you get back to cargo? On my way. May I? Come on, Freer. So do you suppose there's good news? That'd be nice for a change. What is it? Hey, remember when we talked about how I needed it? Okay, gut, ich lasse es mal laufen und geh mal zurück. Das sind die beiden, das hat zeitlich stattgefunden. Jetzt haben wir unten überall die Häkchen dran. Da gehen wir mal wieder rein. Was finden wir denn jetzt hier so? Luna Resort Zentrum vom Außen. Also der eine macht ja anscheinend aufstrebende Künstler, jährliche Ausstellung. Mhm. Mit der telefoniert hat, macht er anscheinend irgendwelche Weltraumkreuzfahrt. Reisen. Aufstieg der Menschheit. Aha. Zurücklegen. Erde, Takoma, Mond. Achso, die Takoma ist genau dazwischen. Mhm. Hey. Ich find's ja komisch, dass man alles nehmen kann, aber nichts machen kann hier, ne? Finde ich schon ein bisschen interessant. Okay, der Tee ist also von dir. Was haben wir hier? Tageswirt, Tagesration, Vitamine. Schiff im Flug. Ja, okay, gut. Oh, schwierige Kunst. Takoma abstrakt. Sehe ich auch so. Hilton Jung, okay. Das ist hübsch hier. Was konnte ich denn hier noch machen? Arbeitsstation aktivieren. Ey, cool. Okay. Der Venturis-Gürtel. Verfügbar ab 2088. Aha. Achso, das war jetzt ungünstig. Was haben wir denn? Notizen an mich selbst. Mutter anrufen. EV Fitness schließt nach 14.07. Danke, das wollte ich ja. EV hat bald Geburtstag. Mutter anrufen ist ganz wichtig. Steht auch ganz oben. Immer an die Mütter denken. Anfrage des EVs. Katzen Spezialfutter senden. Fitness nicht wieder schleifen lassen. Okay, nach Kuchendekoration durchsuchen. Aha, interessant. Mama weg da, das da. Aha, Transferanfrage. Wenn du das Gürtelverwaltungsteam. Ich würde mich freuen, den Team. Auftrag nehmen wir Siddiqui. Ist er das hier? Ist das, wie heißt er nochmal? Ich kann mir den Namen nicht so richtig merken. Mach mal zu. Ja. Ach, Clive. Okay, das ist sein Nachname, Siddiqui. Mhm. Wir haben Ihre Anfrage bezüglich der Bewerbung für den Posten Venturis-Gürtel Timesharing-Vertriebsbeauftragte erhalten. Also er will hier weg. Wie in unserer vorherigen Nachricht erwähnt, werden die Rolle lang geprüft. Aha. Also er hat sich woanders beworben. Er will hier gar nicht bleiben. Na gut. Clive Rowling Siddiqui. Mhm. Gut. Was haben wir da? Inhalt bitte entsprechend recyceln. 14.07 war das, ne? Dann gehen wir da mal eben schnell hin. Machen mal seinen Schließfach auf. Okay, ich kann mich ducken, ich kann aber nicht schnell. Ich kann nicht laufen, nicht schnell. Beugen nicht länger aus dem Venturis-Büro. ...14.07, ne? Oder? Ja. Aha. Hm. Okay. Fitnessprogramm Mittel von 9 Tagen. Höchste College-Statistik. Körperfett, Bankman, Los Clive.
Ist hier denn irgendetwas Wichtiges drin? Mr. French, Kaugummi, ein Kamm. Ein Schlüssel. Kohlenschubkasten. Kohlenschubkasten, Moment, das war aber sein Büro. Das war ja dann nicht sein, obwohl. Personalbereich. Aha, man hätte es auch kürzer haben können. Es gibt Obstsalat hier. Im Chat. Aber es ist ein Büro, hier ist, dann ist hier ja keine Koje drin. Nee. Wo finde ich denn die Kojen? Personalquartiere. Rosenkranz und Güldenstern sind tot. Kojen, Deckel öffnen. Da, Schlüssel einstecken. Ah ja, sehr schön. Dann gucken wir uns das doch mal an. Vor 8 Monaten, das muss ja relativ am Anfang sein, wie die ein Jahr hier sind. Ein Jahr waren die drauf. No, Germler, I just... Ihr telefoniert wieder mit Jem. Macht er anscheinend sehr häufig, was? Es ist warm. Moment, kann man da denn... Na gut, das hören wir ja leicht, das Telefonat. Jermaine, Burgess, es ist wahr. Jetzt weißt du, warum ich die nächsten 8 Monate oder so nicht erreichbar sein werde. Aha. Carnival Kreuzfahrtgesellschaft startet Fernreiseexpedition am Jupiter vorbei. Historisch erstmalig für Orbitalurlaubsreisen ist das Resplendens Langzeitwohnschiff der Carnival Kreuzfahrtgesellschaft. Gastgeber für 1333 der reichsten und abenteuerlichsten Reisenden auf der Erde auf der Kreuzfahrt ihres Lebens. Mit leitendem Kreuzfahrtoffizier Jermaine Burgess am Steuer wird die Resplendence knapp am Jupiter vorbeischwenken und den glücklichen Passagieren einen ausgedehnten Blick auf diesen spektakulären Gasriesen, seine vielen Monde und seinen berühmten großen roten Fleck ermöglichen, bevor er seinen Kurs zur Erde fortführt. Die gesamte Dauer des Ausflugs beträgt volle 8 Kalendermonate. Ja, das ist gar nicht so unrealistisch. Ich meine, sie arbeiten ja dann mit hier nicht SpaceX, sondern wie heißt die andere? Naja, die jetzt auf 52 Kilometer Höhe waren und die wollen ja dann zum Touristenflüge für ein paar Minuten Schwerelosigkeit. Könnte man auch mit einem Parallelflug, aber an sowas arbeitet man ja. Klingt nett, aber wäre das nicht so viel Arbeit? Moment. Kann man nicht hochscrollen? Nicht im geringsten. Alle guten Briten sind in der Präsentation mit Haiti ausgebildet und uns sind Haiti wie? Was? HOAT? Gescheitert, schade. Okay, hören wir uns das mal an. I don't know why. Alright, I mean, you know how I've always been. It's never real in my mind. Why would she give a damn about me? Of all the people. Shit. Blue Origin, genau. Oh, bollocks. No, I'm just. Das ist ein Problem. I'm spilling scotch all over outer space. Ziemlich kaputt unten, auch das AR, ne? Seht ihr? Sehr kaputt. Schade, kriegen wir wohl nichts Gescheites mehr raus. Zählt zum Bücken. Warum steht denn das ausgerechnet hier? Paketpost. An. Ah, von Bernadette. T-Serie, Silber. Aha, okay. Karte greifen. Geschäftsführer. Clive, deine Urlaubsmama hätte mir niemals vergeben, wenn sie wüsste, dass ich es zu dir geschickt habe. Ich erwarte, dass sie es unbeschadet zu mir zurückkehrt. Okay. Deckel schließen, können wir machen. Was haben wir da? Crew-Anzug, okay. Docken wir uns hier nochmal. Ne, hier ist nix. Oh, da kommt er aus London, ne? Okay, die größten Seeschlachten der Geschichte. Mhm. Aha. Haarpomade, okay.
Falls jemand von euch nicht weiß, ist, was Pomade ist, das ist, Pomade ist eigentlich so der Vorläufer von Haargel. Wurde in den 60ern und 70ern häufig benutzt. Cool. Kann man denn noch aufmachen? Jetzt haben wir wirklich alles gedrückt, was hier geht, ne? Okay, dann machen wir mal dazu. Clive's Super Jazz Mix. Ah, Carnival. Gemäß unserer bisherigen Kommunikation müssen wir erneut darauf hinweisen, dass wir bezüglich unserer Bewerbung zur Wiederaufnahme im Carnival-Mitarbeiter-Ökosystem zu endgültigen Schluss gekommen sind, trotz Erhalts des Befürworterungsschreibens unseres derzeitigen Mitarbeiters, Bürgers Jermaine A., können wir unsere Entscheidung diesbezüglich nicht ändern. Leider haben wir Mitarbeiter, die Vertragslaufzeit mit Carnival nicht erfüllen, keinen Anspruch auf Wiedereinstellung. Ja. Weder jetzt noch in der Zukunft, unabhängig von jedweden Umständen. Er hat also mal gearbeitet. Und dann wollte er da wieder hin und die haben das nicht erlaubt. Und er hat sich oft beworben anscheinend irgendwie. Und das ist ja hier so ein Konkurrenzunternehmen, wenn die diese Bungalows hier im Weltraum aufbauen wollen, dann ist das, kann man ja da durchaus von Konkurrenz reden. Deshalb meinte sie spaßeshalber auch Verräter. Sehr geehrter Herr Siddiqui, vielen Dank für Ihr Interesse an der Hilton-Familie. Wir freuen uns über Ihr enthusiastisches Bestreben nach einer Anstellung unter unserem Gästebetreuungspersonal. Leider suchen wir zu diesem Zeitpunkt einen Kandidaten mit umfassenderer Erfahrungen der Arbeit mit der Öffentlichkeit auf hohem Dienstleistungsniveau. Sie können sich gerne erneut bewerben, sobald Sie mindestens 2 Vollzeitanstellungen auf Kundendienstmanagement-Ebene in einer Freizeitanrichtung der Klasse 3 oder höher absolviert haben. Wir bedauern, dass das Studium an der Hilton-Universität keine Garantie für eine Anstellung ist, da Sie die Hilton-Familie nach dem Abschluss verlassen haben. Wir wünschen Ihnen für Ihr Karrierebestreben alles Gute. Okay. Dieser Brief wurde von Ihnen gemäß der Vorschriften der Arbeitgeberin in Papierform. Aha, okay. Ja, ist nicht so gut. Kann man auch wieder wegschmeißen. So. Gabelreifen. Münzelreifen. Vielleicht brauchen wir die ja noch für irgendwas, die Münzen. Bier. Ananasbier? Nein. Nee, na, das kann auch kein Bier sein, oder? Das steht Long Drink. Das wird irgendwas, das wird kein Bier sein. Tee war das, ne? Beef Chili. So, und was ist das? Into Ananas. Das ist kein Bier. Nie nicht. So, okay. Was haben wir denn? Armreifen, Päckchenreifen, Softies, Taschentücher oder was? Ein Armreif, ja, Zeug legen, noch ein Armreif, hat der irgendwie eine Gravur oder sowas? Beide können wir nicht nehmen, Karte. Liebling, ich habe diese hier bei einem Landurlaub an einem reizenden Marktstand gefunden. Sie erinnert mich an die Farbe deiner kastanienbraunen Augen. Blöder Clive. Das durchgestrichen. Warum ist denn das durchgestrichen? Briefgreifen. Liebe Mutter, ich schreibe dir, um dir... Moment, Bernadette. Naja. Ich schreibe dir, um dir zu deiner jüngsten Aufnahme in den Beirat von Tate 20th Century zu gratulieren. Deine prestigeträchtige Karriere in der Kunst war eine ständige Inspiration für mich. Zu diesem Zweck war ich auch weiterhin bemüht, Aufstiegsmöglichkeiten sowohl innerhalb Venturis als auch anderswo zu erforschen. Als ich Hilton nach dem Abschluss der Hilton University verließ, war ich hellauf begeistert von den Möglichkeiten in Carnival. Aber wie du mir damals bereits sagtest, ist der Verzicht auf Firmentreuepunkte für eine flatterhafte Gelegenheit keine gute Entscheidung.
Entscheidungen. Seitdem habe ich hart gearbeitet, um mir meinen Weg zurück nach oben zu erkämpfen. Vertraue, dass ich zumindest jeden Tag mein Bestes zu geben versuche. Ich hatte dir versprochen, dir etwas mehr über Evelyn Victoria zu erzählen. Sie ist der Administrator. Ach, dafür steht das EV. Dieser Station, die der Witz in ihrer Aufrichtigkeit halten, mich ständig auf Trab. Und wenn du mich fragst, ich bin in sie verliebt. Ich glaube, dass sie dir gefallen wird. Vielleicht ist bei unserem nächsten Landurlaub ein Besuch des Familienanwesens angebracht. Alles Liebe dir, Clive. Okay. Das sind diese Firmentreuepunkte. So. Das heißt, wenn man lange bei einer Firma arbeitet, das heißt, naja, Treuepunkt ist so eine Sache. Also du bist halt Katzenschale, Miet. Du bist halt eigentlich komplett gekniffen, ne? Wenn du nicht bei einer Firma bleibst, das wird ja anscheinend rigoros bestraft hier, wie man ja gesehen hat. Hä? Wie kann das denn so Schloss mitnehmen? Das bedeutet, wenn ich das Schloss mitnehmen kann, kann ich das doch aber auch woanders montieren, oder nicht? Ist ja lustig. War da jetzt noch was drin? Könnte ich diesen Stift einfach mal haben da? Der wird wahrscheinlich nicht wichtig sein. Da, Stift greifen. Na, klasse. Gut, okay, packen wir es weg. Meister Popper, schönen guten Abend. Gut, wir gehen mal weiter. Also das ist 8 Monate her. Da hat er ja doch noch relativ lange durchgehalten. Moment, hier ist doch, hier muss da irgendwas sein. Hier ist doch irgendwas. Achso, okay, das hatten wir alles. Ja, wieso hat denn nur der ein Quartier hier? Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Das wäre mal interessant. Wir haben überhaupt gar keine richtige Aufgabe, ne? Wir können hier in die Wäscherei mal gehen. Gehen wir mal rein. Und was finden wir jetzt hier? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Pow, Waschpulver. Zack. Was haben wir hier? Abenteuer! Da. Lolo fährt für ihren Luxustrip. Okay. Wie Sergio trickst. Ja. Isst dein Gemüse. Orientalzertifizierung in 6 Monaten. Ja, aber was Relevantes ist hier jetzt gerade nicht zu sehen, ne? Glaube ich, oder? Da liegt noch eine Socke drin. Auch natürlich nur eine, ist ja logisch. Ah ja. Okay, das sind Waschmünzen für die Trockner her, genauer gesagt. Okay. Wo können wir die denn reinpacken? Gar nicht, ne, oder? Eigentlich würde ich denken, dass... Na, so nicht. Dass das hier so ein Münzeinwurf sein könnte? Na. Na, wir scheinen kein Inventar zu haben. Das ist etwas, das mich so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber die finde ich doch da nie wieder. Ich lege die Münze mal lieber dahin wieder. Da sehe ich die dann. Vielleicht brauche ich mal eine. Ansonsten wissen wir, dass auf seinem Nachtschrank noch eine liegt. Hier ging es nicht weiter. Oder was war da um die Ecke? Nee. Ausgang. Moment. Hier geht's ins Büro, in die Personalquartiere. Hier geht's zurück in die Umkleide-Dinger. Da laufen wir im Kreis. Da ist die Wäschekammer. Wir gehen mal hier raus. Hier gibt's jetzt gerade sonst nichts für uns, ne? Oder? Stimmt, in der Dusche war noch dieser AR, der ein paar Monate alt war. Den habe ich nicht angemacht. Dankeschön. Gehen wir mal hier durch. Vor 4 Monaten.
Das ist nett, ne? Ja, nett. Gescheitert. Aha, mit EV, St. James. Nein, das ist was Menschliches. Aha, das ist, was menschliches Überwachungsabkommen bedeutet. Wenn eine orbitale Einrichtung bei KI betrieben wird, fordert die HUA, dass dort ein KI-Spezialist an Bord ist. Und wenn ein Mensch an Bord ist, müssen für eine Dauer von bis zu 3 Monaten mindestens noch 2 weitere Menschen an Bord sein, um ihn zu überwachen. Das 6-Augen-Prinzip oder was? Ah, die begehrten Nativi-Rollen, wusste ich's doch. Und für Entsendung von 1 Jahr oder mehr werden 6 benötigt und so weiter. Für geistige Gesundheit, Wohlbefinden, Verwaltung und dergleichen. Auch garantiert ist eine Menge von Menschen Gewerkschaftsarbeitsplätze, die sie sonst nicht hätten. Hm. Was, wenn ich dir sagte, mir würde es besser gehen mit ein paar weniger Leuten um? Du und ich und nur wir beide. Mhm. Okay. Immer dieses traurige Geräusch, dieses wenn es nicht klappt. Markus. Genie Markus. Hm. Look, but don't touch. Aha. Okay. Kann jetzt irgendwie gar nichts mit anfangen. Okay, gucken wir beim Duschen zu. Okay, wir haben ja jetzt als Information ja nur rausbekommen. Oh, wie schön. Mama, kaltes Wasser, mir ist warm. Hoch, jetzt habe ich die Seife fallen lassen. Na, wie albern. So. Hm. Also wir wissen, dass sie zumindest da miteinander... Ja, weiß nicht. Also, nett sind das so viele Leute. Echt jetzt? Ah ja, guck mal, hier richtig, da läuft ja noch was ab. Wir können mal ins Bio mitgehen. Okay, die ADR-Daten, die du gefunden hast, fährt auch an zum Übertragen. Dann lass eine Wiederherstellungssignatur, aber das ist in Ordnung. Ja, ja, ist es jetzt, ja. Also, da hat sich ja noch nicht viel getan. Zeug zur Zentrale. Ach, guck mal an. Ach, wie schön, jetzt kommen wir da ja rein. Besprechungsraum. Mhm. Tü-tü. Personalquartiere. Wir gucken uns erstmal um. Das sieht jetzt mal so nach einem Screenshot aus. Todesurteil. Dann gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal weiter. Ich wollte nur ein Screenshot für die Folge haben. Hahaha. Aha, vor 2 Monaten. Also hier ist noch was. Hat ja auch so ein tolles Klo. Ja, Wahnsinn. So, hier. Schnell laufen wäre echt schön. Okay, hier passiert schon wieder ein bisschen mehr. Da haben wir das Kühllager. Oh, ist schön. Ja, und von hier verabschiede ich mich jetzt einfach mal für diese Folge. Es könnte nicht schöner sein, als sich in einem Kühllager zu verabschieden, gerade bei diesen Temperaturen. Und tja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.